rechts abbiegen, rechts abschmiegen, ja. Was ich unbedingt machen will während meiner Reise, ist zum Fußballspiel gehen. Deswegen habe ich verschiedene Fanclubs angeschrieben und Rolf von FSV Mainz hat mir sofort geantwortet. Okay. 80 Tage, 4000 Kilometer, 16 Bundesländer. Ich bin ein Belg in Deutschland. Rolf ist Mitbegründer von den Supporters Mainz, einem Fanclub. Sabine ist auch Mitglied dort. Ich bin bereit für ein Wochenende Fußballspaß. Er geht schon viel länger zu den 05ern als ich. Ich bin erst seit 2002 dabei. Wann hattest du dein erstes Spiel? 1986. Da kann ich nicht mithalten. Ja. Ihr habt einander auch kennengelernt via FSV, oder? Ja, im Gästeblock in Aachen bei einem Auswärtsspiel. Auf dem alten Tivoli, das Stadion gibt's nicht mehr. Also, und wir stehen auch im Block nie zusammen, also im Stadion. Er steht in einem ganz anderen Block als ich. Das war aber schon immer so. Ja, schon am alten Block. Schon immer. Also, und die Leute fragen dann immer, wieso und ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles perfekt. An diesem Wochenende gehe ich zu zwei Spielen. Einem Protestspiel am Samstag und ein Bundesligaspiel am Montag. Was passiert eigentlich heute? Das Bundesligaspiel Mainz 05 gegen Freiburg, SC Freiburg, auf den Montag gelegt wurde. Und die Fans sowieso gegen Montagsspiele sind, hat man sich überlegt, zusammen mit den Freiburger Fans als Protestaktion das Spiel von einer Fanauswahl der beiden Mannschaften heute auszutragen. Wie es eigentlich hätte sein sollen, das Spiel der Bundesligamannschaft, nämlich normal am Samstag um 3:30 bei Bratwurst und Bier. Was ist dann so falsch an einem Montagsspiel? Fans gerade von auswärts müssen sich eigentlich 2 Tage frei nehmen, um das Spiel sehen zu können. Und Kinder können nicht ins Stadion, weil es abends zu spät wird. Also, und viele können auch nicht, weil sie arbeiten müssen. Deswegen, eigentlich gehören Fußballspiele aufs Wochenende. Maximal noch Freitagabend. Eine Top-Zeit für Fußball, für jeden. Samstag 3:30. Alles klar, vielen Dank. Haben Sie auch Lust? Ich kann mich sehr gut vorstellen, dass das für die Fans sehr schwierig ist, um am Montag 500 Kilometer zu reisen und irgendwo zu sein und dann das Spiel abzugucken. Obwohl das nur ein Spiel zwischen Fans ist, ist die Stimmung wie bei einem Bundesligaspiel. Inklusive Flitzer. Oh. Am Montag ist das sehr wichtige Spiel Mainz-Freiburg. Das ist wichtig, oder? Super wichtig, super wichtig. Mainz ist jetzt 16. Und das heißt, dass sie dann so eine Endrunde spielen müssen, um abzugehen. Relegation. Relegationsrunde. Genau. Hinspiel und Rückspiel. Ja. So, morgen, naja, übermorgen, Coco Mainz. Okay. Was ist so schlimm an einem Montagsspiel? Oh Mann, das fängt heute um 20.30 Uhr an. Ich muss um 5 Uhr aufstehen. Wenn du rechnest, Anpfiff 20.30 Uhr, wann ist das Spiel zu Ende? Um 10:45 Uhr. Dann bin ich aber noch nicht zu Hause. Das ist total fanunfreundlich. Deutschland ist noch das einzige Land, wo nicht die großen Teams besitzt werden durch Ausländer, durch große Oli-Firmas oder das sind noch immer in deutscher Hand, glaube ich, die meisten Clubs, oder nicht? Ja, das ist ein anderes großes Thema zu den Montagsspielen und das sogenannte 50+1. In Deutschland ist festgeschrieben von der DFL, dass der Verein immer noch 50% plus 1 halten muss an diesen Gesellschaften. Also, dass ein Investor das nicht komplett übernehmen darf. Ja, danke und guten. Ja, das schmeckt sehr gut. So, hier ist meine Dauerkarte. Ich gehe jetzt hoch ins Stadion, treffe da schon mal Freunde. Mal gucken, wer so alles da ist. Dann helfe ich noch 2 Rollis. Du hast meine GoPro dabei. Hab ich die? Ich guck noch mal.
Da kommt nachher Beweismaterial drauf. Na. Aus der Gegend gerade. Wir sind jetzt gleich da. Bist du gespannt? Ich glaube ja. FSV Mainz gewinnt 2:1. Für Rolf war es aber ein sehr ungewöhnliches Spiel. Ich habe heute, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben nicht gejubelt wegen einem 0-5-Tor. War so kurios, dass ein Schiedsrichter die Mannschaft aus dem Kabinentrakt wieder rausholt, um einen Elfmeter in der Halbzeitpause auszuführen. Nö, das hat irgendwie zu dem Ganzen heute gepasst. Also es ja. Ansonsten natürlich unheimlich wichtig die 3 Punkte, aber und noch wichtiger, dass wir noch ein richtiges oder reguläres Tor geschossen haben. Vielen Dank, Rauf. Ja. Haben wir gefreut. Mich auch. Es ist jetzt 23.55 Uhr. Viel zu spät für Montag! Heute noch. Ich habe jetzt noch 5 Stunden Zeit, Zähne zu putzen, zu schlafen, fit zu werden, das wird nichts. Und Abschied zu nehmen von mir. Ich sehe morgen absolut scheiße aus, das weiß ich. Ich fand das ein sehr, sehr, sehr schönes Wochenende, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Wir haben uns gefreut, dich kennenzulernen. Ja, das voll geiles Projekt. Ich finde es auch. Ich habe viel gelernt über Mainz, Deutschland, deutsches Fußball. Jetzt bin ich eigentlich eine Mainzer, das. Ja, oh, das ist Mainzer, oh. Das muss eigentlich durch. Ja. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Nichts zu danken. Danke für alles. Hat Spaß gemacht, ja. Sabine. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Mich auch, wirklich. Schön, dass ich werde euch nie vergessen, auf jeden Fall nicht. Tschüss. Ja. Seit wann? 2. Woche. Nein. Wirklich? Beide? Ja. Alle herzlichen Glückwünsche. Danke.